Komm schon, wir müssen noch diese 5 Felder hier machen. Dann sind wir fertig, dann können wir schlafen gehen. Dude, gieße. Gieße, als ob dein Leben davon abhinge. So, okay. Schnell zurück. Gotta go sleep. Und dann können wir uns das nächste Mal wieder auf andere Sachen konzentrieren. Ich habe keine Blume gefunden, das ist ein bisschen kacke, aber was soll's. Gerüchte oder so, ob es mal ein neues Super Mario Odyssey gibt, gab es nicht. Nein, es gibt kein neues Odyssey. Also das kann ich direkt verneinen. Das einzige an 3D Mario, was wir bekommen, ist diese 3D-Kollektion. Also von 64, Sunshine und Galaxy 1 und 2. Den Breath of the Wild Item kaputt gehen Feature rauspatchen, sehe ich da. Ich hoffe, also ich habe nichts dagegen, dass es existiert. Ich fände es aber sehr angenehm, wenn sie einfach sowas wie einen Schmied einbauen, dass man halt einfach Waffen reparieren könnte, mit denen man halt gerne umgeht. Das wäre halt einfach was ich echt nice finden würde. Aber da wir halt generell auch immer nur pro Nintendo-Konsole so ein Mario bekommen, gehe ich mal nicht davon aus, dass wir alsbald irgendwas Neues sehen werden. Außer halt, wie gesagt, die Kollektion mit den 3D-Spielen. Aber ansonsten sieht mies aus. Ja, du musst Galaxy aber auch mit den Joy-Cons dann spielen. Das hat ja super viel Aiming-Shit, der da abgeht. Daher, keine Ahnung, ob man das so gut auf dem Klo dann spielen kann. Aber halt Mario 64 geht. Geht auf jeden Fall. Das sollte nicht das Problem sein. Warum gibt es so viel Kritik gegenüber der DS-Version von Mario 64, lese ich gerade. Hauptsächlich, weil Mario 64 sich halt dadurch auszeichnete, dass es halt den Stick benutzt hat vom Nintendo 64, um das 3D-Movement zu nutzen. Und die DS-Version einfach nur ein D-Pad hat, also dieses Steuerkreuz. Und das ist halt ein bisschen kacke. Daher tötet einfach... Oh... Entschuldigung, dass ich so überfalle. Könntest du mit zum Gemischtwarenladen kommen? Okay. Ah, hallo. Du musst Chris sein, der neue Farmer. Wie ich sehe, hast du dich auch von Jeff bereitschlagen lassen. Also, Chris, ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Als Basil gestern im Laden vorbeikam, redeten wir über alle möglichen interessanten Pflanzen. Er erwähnte, dass er eine für mich besonders interessante hätte, eine Blume, die Gefühle übermitteln kann. Aber du meinst doch, du hättest selbst noch nie eine gesehen, richtig, Basil? Nein, noch nie. Die einzigen Aufzeichnungen dazu finden sich in alten Schriften. Es gibt keine Garantie, dass sie überhaupt noch existiert. Jeff war so enttäuscht.
wolltest mit dieser Blume deine Gefühle für Sandra Ausdruck verleihen, Jeff? Ahem, Basil, musstest du das wirklich so rausposaunen? Da wird man ja ganz rot. Es ist nicht so schlimm, Gefühle zu haben, mein Freund. Ich bin sicher, Chris versteht das vollkommen. Wie auch immer. Wir haben darüber geredet, wie schön es wäre, wenn wir unsere Gefühle unmissverständlich ausdrücken könnten. Du kommst auch langsam in das Alter, Chris. Also dachten wir, dass du unsere Meinung vielleicht teilst. Außerdem wäre es nicht romantisch, deiner auserwählten Person eine Blume zu überreichen, wenn du dein Herz ausschüttest? Aber letztendlich ist die Blume ein Gerücht. Niemand weiß, ob sie wirklich existiert. Ah, ich frage mich, wie sie aussieht. Sie ist bestimmt wunderschön. Ich habe von dieser Blume gehört, aber ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ich würde sie auch gerne mal sehen. Ich auch. Wenn wir sie alle sehen wollen, müssen wir wohl eine blühen lassen. Hi Chris, deine Farm sieht wirklich gut aus. Du arbeitest bestimmt super hart. Weißt du was? Wir sind zum Einkaufen gekommen. Wir wollen ganz viel Mehl kaufen. Hey, was guckst du so seltsam? Wir bezahlen doch mit echtem Geld. Hey Chris, wir haben von dieser Blume gehört. Wir möchten eine zum Erblühen bringen. Du kannst auch gerne mitkommen, Chris. Hä? Stimmt etwas nicht? Ah, die Farmarbeit wartet wohl auf niemanden, hä? Naja, danke, dass du dir meine kleine Geschichte angehört hast. Sei weiter so fleißig auf deiner Farm. Okay, Chris, folge uns. Meine werten Geister, wir werden jetzt das 24. große Naturgeistfest der Experimente beginnen. Juhu, ich habe mich schon darauf gefreut. Bereit? Los geht's! Na na no, na na no, na 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 no. Juhu, es hat geklappt! Yippie! Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Chris. Du arbeitest so hart auf deiner Farm. Das hilft, auch den Besten von uns zum Vorschein zu bringen. Hier, bitte gib eine an Herrn Jeff und Herrn Basil weiter. Komm, wir gehen jetzt zum wichtigen Teil. Die Party! Wir müssen um den Erfolg unseres großen Experiments feiern. Chris, mach weiter so, okay? Wir alle wünschen dir nur das Beste. Oh, hallo Chris, willkommen. Da hast du uns ja erwischt. Jeff und ich reden noch immer über diese Blume. Bist du zum Einkaufen gekommen? Chris, diese Blume. Warte, sag bloß, du hast diese Blume gefunden, von der wir gesprochen hatten? Du gibst sie mir einfach? Bist du sicher? Also, das ist ein wundervolles Geschenk. Weißt du, ich male sehr gerne und ich denke, diese Blume wird mein nächstes Motiv. Ah, noch etwas. Chris, da du diese Blume entdeckt hast, möchtest du ihr einen Namen geben? Sie hat vielleicht schon einen offiziellen Namen, aber dann müsste man erst rausfinden. Wieso geben wir ihr keinen schöneren Namen? Die Süßsonnenblume, hä? Okay. Ich werde ab jetzt mit der Analyse dieses Exemplars beginnen. Ich werde dir dann sagen, was ich herausgefunden habe. Kann man Basil heiraten? Ist das möglich? Also, ich frage nur für einen Freund. Nicht, weil ich vielleicht Interesse hätte oder so. Aber der ist schon ein bisschen cooler als Cliff, Mann. Ach, schade. Ist er vielleicht hier irgendwo? Oh. Ah, da war er. Okay, warte. Hey, ich hab Honig für dich. Cool. Perfekt, so. Hier jetzt einfach in den nächsten Tag, weil ich einfach fucking wissen möchte, was passiert. Ich
mit denen schon geredet, mit denen habe ich schon geredet. Die Kühe habe ich, glaube ich, auch schon geputzt. Alles ist super. So. Ich kann mir Obstbäume kaufen, sehe ich gerade. Das mag sein, aber ich bin broke und kann mir keine Obstbäume leisten. Auch wenn sie nur 1000 kosten. Ich habe keine 1000. Ich muss irgendwie mein Haus upgraden. Das finde ich gerade viel wichtiger als alles andere. Erstmal das Pferd melken. Uff, sage ich dazu nur. So, noch einen Tag, dann ist es soweit. Mein Gott, der Baumstumpf ist jetzt nicht so interessant. Ey, noch einen Tag, dann finden wir heraus, ob wir Cliffs scheiß Event endlich kriegen. Jahre später haben wir dann noch endlich mal alle Kartoffeln rausgeholt. Ist da noch was gewachsen? Hier nicht. Ah, hier oben. So, okay. Geht's. Und hier rein geht's. Und hier rein geht's, nicht? Mysteriös. Mysteriös. Ich muss mehr Mehl kaufen, aber es geht einfach nicht. Dienstags und sonntags geschlossen. Well. Ich habe es zumindest versucht. Oh, stimmt, das ist eh ein Fest, ne? Was ist jetzt wieder für ein Fest, Alter? So, ich muss die gerade um Hilfe bitten. Felder gießen. 3 Tage. Genau. Nice. Okay, sehr gut. Bang. Perfekt. Warte, nein, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch genau 3 Mehl für euch. So, okay. Also diese Ballons oben sind immer so ein Indiz, dass irgendein Fest ist. Ich weiß auch immer nie, was für Feste gerade sind, aber irgendwas Festivalmäßiges geht anscheinend gerade ab. Oh. Nice, okay. Hier ist nicht so viel, aber das ist in Ordnung. Bis später, Dell. Was ist denn hier jetzt los? Ah, hi Chris.
Weißt du was? Die Blume, die wir zum Blühen gebracht haben, wird jetzt von ganz alleine in dieser Jahreszeit wachsen. Ich habe das auch gerade erst erfahren. Ist das nicht seltsam? Ich werde halt den anderen Geistern davon erzählen. Tschüss! Okay, das ist eine gute Nachricht. Schätze ich. Weißt du, was wir machen können? Wir können mal eine Kuh schwanger machen. Das, finde ich, ist eine richtig gute Idee. ich glaube, das war hier, ne? Abgeschlossen. Haben sie dienstags auch zu? Nein, bis 5. Hä, warum? Was? Montags geschlossen, aber es ist Dienstag und es ist vor 15 Uhr. Warum seid ihr so? Ach, weil es Fest ist. Aber es ist doch gar kein Fest. Nirgendwo ist irgendwas Festmäßiges angedingst. Ich werde hier fies belogen und das finde ich nicht gut. Oh nein. Was habe ich getan? Warum habe ich das gesagt? Nur am Strand. Ja, aber es ist dann um 18 Uhr. Da haben die Läden doch eh zu. Als ob sie den ganzen fucking Tag brauchen, um sich auf ein Fest vorzubereiten. Hey, dude. What? Einfach nur. Etwa nicht rausgeholt? Warum vergesse ich das jeden Tag, Mann? Sind noch am Vorbereiten. Die sollen mal nicht so tun, als ob das irgendwie alles so krass wie Vorbereitung benötigt. Also halt. For real now. Dieses Strandfest ist lahm. Just saying. Also keine Ahnung, wer hier irgendwo gerade so eine fette Party schmeißt, aber es ist anscheinend ohne mich. Welches Fest ist es denn? Kann man das irgendwo nachgucken, welches Fest gerade ist? Auf dem Kalender im Haus. Lass mal nachgucken. Oh, okay. Das ist auf dem Hügel. Das könnte cool werden.
Ist das nicht der Hügel? Haben wir noch einen zweiten irgendwo? Hä, das stand aber von 20 bis Mitternacht. Oder von 18 bis Mitternacht? Irgendwie sowas. Dann würde ich doch denken, okay, cool. Dann kann ich da also in dieser Zeit auftauchen und dann ist gut. Was ist das für ein bescheuertes Fest, Alter? Oder? Bin ich einfach nur blöd? Nee, von 18 Uhr bis Mitternacht. Tja, da haben sie wohl die Party ein bisschen früher beendet, würde ich wohl so sagen.